Ein wahrhaftiges Naturjuwel, versteckt in der Karibik. Türkisfarbenes Wasser vor der Küste und wilder Dschungel im Inland mit einer Fauna, die es zu schützen gilt. Diese Vögel sollten ihre 60 Jahre gesund und glücklich in Freiheit leben, denn genau da gehören sie hin. Ein Land geprägt von verschiedensten Bevölkerungsgruppen. Die Nachfahren der einstigen Maya-Hochkultur auf den Spuren ihrer Vergangenheit. Höhlen sind für uns sehr heilige Orte. Sie verbinden uns mit der Unterwelt. Belize, Mittelamerikas kleines Geheimnis. Hi, my name is Ian, and you can count on my muscles. Key Corker, eine von hunderten Belize vorgelagerten Inselchen. 1961, geteilt durch Hurricane Hattie, ist das Backpacker Island heute einer der entspanntesten Orte der Karibik. Ganz unter dem Inselmotto Go Slow kann man am sogenannten Split die Seele baumeln lassen. Fischer Ian Forte wohnt hier in fünfter Generation und hat die touristische Entwicklung seiner Heimat hautnah miterlebt. Das Straßenbild ist geprägt von unzähligen Fahrrädern und Golfbuggies, denn Autos sucht man auf Key Corker vergeblich. Das Fortbewegungsmittel der ersten Wahl ist hier sowieso ein anderes. Früh am Morgen geht es für Ian und seinen langjährigen Kumpel Armado wie jeden Tag raus aufs Meer. Lass uns da vorne beim Seegras anfangen. Danach können wir uns weiter nach da hinten treiben lassen. Die beiden suchen heute eine ganz eigene belizische Spezialität. Es hat einen süß-salzigen Geschmack. Am besten macht man Ceviche draus. Einfach mit Gemüse klein schneiden und ein wenig Limette, Salz und Pfeffer dazu. Dann ist es fertig. Alles klar, ich gehe ins Wasser und schaue mich ein bisschen um. Hoffentlich kriegen wir ein paar Conk aufs Boot für unser eigenes Ceviche. Conk. Auf Deutsch, große Fechterschnecken sind in der Karibik äußerst beliebt als Delikatesse und Souvenirs für Touristen. Meist wachsen Algen auf der Muschel. Deswegen muss man runtertauchen, weil es eine sehr gute Tarnung sein kann. Wenn man sie gefunden hat, ist es sehr einfach. Man taucht, hebt sie auf und kommt gleich wieder hoch. Aber ich muss auch auf die Größe achten. Sie dürfen nicht zu klein sein, denn es gibt eine Größenbeschränkung. Und dafür gibt es einen Grund. Denn als der weltweite Bestand der Conk zurückging, musste die Regierung durchgreifen. Die Schnecken dürfen seither nur noch von Apnoe-Tauchern gesammelt werden. Doch Ian findet auch andere Dinge im Meer. Wir lieben das Meer und wollen es sauber halten. Hier verdienen wir unseren Lebensunterhalt. Menschen sind gute Lebewesen, aber hinterlassen eine Menge Müll. Wir holen ihn wieder raus. Zum Mittag gibt es Krabbe. Wenige Kilometer vor der eigenen Haustür bietet die reiche Unterwasserwelt Belize den Fischern sichere Einkünfte. Good day, Amaro. Good day, Amaro. Good. Yeah. We
Wir wissen nicht immer, wo Kong ist. Es ist nicht so, als ob wir in den Supermarkt gehen und sagen können, wir wollen so und so viel Kong. Jeder Tag, an dem wir etwas kriegen, ist ein guter Tag. Armado und ich sind also zufrieden mit dem, was wir heute haben. Morgen wissen wir, dass wir zurückkommen und noch mehr holen können. Zum Schutz der Artenvielfalt wird das Jahr in Belize nicht mehr nur in Trocken- und Regenzeit eingeteilt, sondern auch in eine Conch- und Lobster-Saison. Es ist erstaunlich, wie die Natur und die Saison funktionieren. Wenn die Hummersaison zu Ende geht, sind wir mitten in der Conch-Saison. Wenn die Conch-Saison zu Ende geht, hat die Hummersaison gerade begonnen. Für uns als Fischer gibt es also immer etwas, auf das wir uns verlassen können. Wir müssen es nur schützen und die Gesetze der Regierung respektieren. Denn das kommt uns nur zugute. Sometimes I don't know the reason why, so I guess I'll keep gambling lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. So leicht das Sammeln auch ist, das Filetieren der Schnecken gestaltet sich umso schwieriger. Ich muss ein kleines Loch in das Hinterteil machen und den Muskel aus der Schale heben, damit er sich löst. Das ist der einzige Weg, wie man den Muskel aus der Schale bekommt. Nur wenn man ihn mit dem Messer aus der Schale löst. Rund 3 Stunden brauchen die Fischer. Für Ian kein Grund, sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Jeden Teil der Conch versuchen wir zu nutzen. Aus der Muschel machen wir zum Beispiel Aschenbecher und Schmuck. Dasselbe gilt für diese Krallen. Einige Künstler kaufen sie und machen kleine Löcher und einen Silberdraht rein. Und dann hat man einen Ohrring. So wird jeder Teil der Conch genutzt. Das ist das gute Zeug. Das ist das Zeug, was jeder mag. Manche Leute interpretieren das falsch und denken, es ist der Penis. Aber es ist das Conch-Rückenmark. Sehr lecker. Key Corker. Eine Insel der Gelassenheit. Später mehr. Die größte Stadt des Landes ist Belize City. Sie ist der wichtigste Dreh- und Angelpunkt für Touristen und Einheimische in Belize. Am nationalen Barren Bliss Day ist hier Feiertagsstimmung. Tausende Menschen aus allen Teilen des Landes kommen heute zusammen, um das Finale des wichtigsten Sportereignisses des Jahres zu feiern. Das La Ruta Maya Kanu-Rennen ist ein Etappenrennen entlang des Belize Rivers, einmal quer durchs ganze Land. Die Zuschauer feiern leidenschaftlich mit den Teams. Belize liegt im Westen der Karibik, südlich von Mexiko, auf der Halbinsel Yucatan. Die Hauptstadt wurde 1961 aufgrund der Hurrikangefahr von Belize City ins Landesinnere nach Belmopan verlegt. Der südlichste Distrikt ist Toledo. My name is Silvano Shu. I dug my way out. And I'm really happy. Silvano Shu lebt mitten in der ursprünglichen Natur Toledos. Jahrzehntelang erkundete der Entdecker den dichten Dschungel und seine Geheimnisse. Heute ist sein Sohn Aurelio zu Besuch. Silvano und Aurelio sind Mopan Maya. Direkte Nachfahren der einstigen Maya-Hochkultur. Mitten im Dschungel machte Silvano einst eine große Entdeckung.
Auf seinen Spuren wollen die beiden heute noch einmal die Geschichte erleben. Die starke Verbundenheit zur Natur war für sie schon immer die wichtigste Lehre aus der Kultur ihrer Ahnen. Wenn ich hier bin, kann ich einfach frische Luft atmen. Alles fühlt sich ganz natürlich an seinem Platz. Ein magisches Gefühl, mich so wieder mit meiner Heimat zu verbinden. Silvanos größte Leidenschaft gilt abseits des Urwalds vor allem diesem Höhlensystem. Jahrelang versuchte er, einen zweiten Eingang zu finden. Als ich 17 war, fing ich an, die Höhle zu erkunden. Ganz allein, ohne Freunde. Und ich ging immer und immer wieder rein. Einmal war ich kurz davor, die andere Seite zu erreichen. Ich konnte Luft hören, aber war in einer Sackgasse. Ich drehte um und am nächsten Tag kam ich mit meiner Schaufel und meiner Machete wieder. Dann fing ich an zu graben und endlich fand ich den Ausgang der Höhle. Heute können Sie den Ausgang auf der anderen Seite des Berges innerhalb einer Stunde erreichen. Für Silvano war der Höhlendurchbruch in seiner Jugend da deutlich schwieriger. Hier angekommen fand er damals etwas Unglaubliches. Als ich zum ersten Mal hierher kam, fand ich einige antike Maya-Töpfereien. Die größte war gleich hier. Man kann heute noch die Asche und die Holzkohle sehen. Aber ich habe einen Fehler gemacht und den Fund für meine Landsleute veröffentlicht. Zu der Zeit arbeitete ich gerade bei Placentia und als ich zurückkam, sagte ich meiner Frau, dass ich mal meine Höhle sehen müsste. Und als ich hier ankam, war alles weg. Sie hatten alles gestohlen. Was für eine Schande für das Volk der Maya. Nur noch wenige Überreste seiner Entdeckung sind heute übrig geblieben. Die sogenannte Huqepha-Höhle wurde, wie seine Entdeckungen belegten, vor Jahrhunderten von den Maya als Ritual- und Opferstätte genutzt. Angespornt von seinen Erkenntnissen erkundete Silvano das Höhlensystem unzählige Male und erlebte dabei viele Abenteuer. Einmal kam ich mit meiner Taschenlampe hierher und als ich an dieser Stelle war, ging sie aus. Ich blieb etwa 10 Minuten lang hier und schloss meine Augen. Ich wusste, dass ich es schaffen kann. Und ich kam raus, ganz normal, ohne Licht. Glaub mir oder nicht, könntest du das? Noch heute fühlen sich die Mopan Maya den Höhlen ihrer Heimat sehr verbunden. Höhlen sind für uns und für unsere Kultur sehr heilige Orte, denn sie verbinden uns mit der Unterwelt. Wir nennen es Shibalda, einen Durchgang in die Unterwelt, ein weiterer Eingang zur dunklen Seite. Für mich ist es ein großartiges Gefühl, hier zu sein, denn die Höhlen sind wertvoll und ein Teil meines kulturellen Erbes. Willkommen in Dangriga, allgemein bekannt als die Kulturhauptstadt Belize. Und das hat einen guten Grund. Denn hier leben hauptsächlich Garifuna, die mit ihrer Kultur das Land prägten wie kaum eine andere Ethnie. Marburger, my name is Dieter. I make the rhythm, but I can't play it.
Für ihre Arbeit benutzt Data Rodriguez nur die besten Materialien. Das Holz, das ich verwende, ist Mahagoni. Daraus könnte man ein Haus bauen. Und wenn man stirbt, könnten selbst die Urenkel irgendwann kommen, das Mahagoni abschleifen und es wäre wieder wie neu. Doch Data baut in ihrer Werkstatt keine Häuser, sondern Trommeln. Diese gelten traditionell als das Herzstück der Garifuna-Kultur. Weit über die Grenzen Belize hinweg gilt Datas Vater Austin als der berühmteste Trommelbauer Mittelamerikas. Und weckte so schon früh das Interesse seiner Tochter. Ich war so daran interessiert, dass ich zu meinem Vater ging und ihn fragte, solltest du nicht arbeiten? Er sagte, ja. Aber du arbeitest doch nicht. Er meinte nur, ich bin mein eigener Chef. Und dann sagte ich, weißt du was, Papa? Eines Tages möchte ich so sein wie du. Aber die Ehre, die wichtigste Facette der Garifuna-Kultur am Leben zu erhalten, war von jeher ein Privileg, das ausschließlich Männern vorbehalten war. Doch Austin erkannte Datas Potenzial. Ich bat meinen Vater, ihm beim Schleifen helfen zu dürfen. Und er sagte, ja, nur zu. Ich half ihm dabei und fragte, wann ist die Trommel fertig? Und als er sie kontrollierte, sagte er nur, ja, die Trommel ist fertig. Aber davor meinte er, einfach schleifen, bis sie nach Knoblauch riecht. Und ich schliff und schliff und schliff. Aber roch keinen Knoblauch. Und er sagte immer nur, ja, die Trommel ist fertig. Jetzt, da ich erwachsen bin und weiß, wie man eine Trommel baut, fragte ich, warum hast du mir immer gesagt, ich würde Knoblauch riechen, wenn ich eine Trommel schleife? Und er sagte, Mahagoni könne nie nach Knoblauch riechen. Aber warum hast du mir das dann gesagt? Damit du bis zur Perfektion schleifst und gute Arbeit machst. Das hat er mir gesagt. Und am Ende des Tages hat es sich gelohnt. Es hat sich wirklich sehr gelohnt. Heute häufen sich die Bestellungen in der kleinen Werkstatt. Data verkauft Trommeln an einheimische Musiker, Touristen und in die ganze Welt. Der Anfang war sehr schwer. Manchmal wollte ich aufgeben, aber mein Vater sagte immer, weißt du was? Wenn du etwas tun willst, solange du dich anstrengst, wirst du es auch schaffen. Und jedes Mal, wenn ich etwas aufgeben wollte, erinnerte ich mich an die Worte meines Vaters. Mach weiter, hör nie auf, du wirst es schaffen. Nur deshalb bin ich heute hier und baue Trommeln. Den schwierigsten Arbeitsschritt, das Aushöhlen der Trommeln, beherrscht sie heute blind und beeindruckt auch ihr größtes Vorbild immer wieder. Diese Mühe, die sie in die Arbeit investiert. Zu meiner Zeit habe ich nie so viel geschafft. Sie macht 2 oder 3 an einem Tag und ich konnte nicht mal eine fertigstellen. Sie setzt sich voll und ganz dafür ein. Sie meint, was sie tut und spielt nicht herum. Immer an Datas Seite ihre heißgeliebte Motorsäge, die sie für fast alles nutzt. Das ist mein Spielzeug. This is my play toy. Genau wie sie das Handwerk erlernte, will auch die 7-fache Mutter die Kunst an die kommende Generation weitergeben. Ihre älteste Tochter Noah will bald in ihre Fußstapfen treten und hilft, wo sie kann. Jetzt bist du dran. Ich mach die für Mendes fertig. Erst mein Vater, dann ich und jetzt sie. Und ich hoffe nur, dass es weitergeht, damit die Tradition, die Kultur und der Name meines Vaters fortbestehen. Heute ist nicht nur Austin Rodriguez seine Berühmtheit. Auch seine Tochter Data setzt als erste weibliche Trommelbauerin des Landes ein starkes Zeichen.
Ich bin stolz darauf, dass ich Trommeln baue. Und ich hoffe, dass ich eine Inspiration für andere Frauen sein und sie wissen lassen kann, wenn ihr einen Traum habt, aber Leute sagen, er sei für Männer, glaubt das nicht. Frauen können ihn verwirklichen. Wenn ich das als Trommelbauerin kann, könnt ihr alle es auch schaffen. That's it, so it's good. Die Bevölkerungsgruppe der Garifuna lässt sich auf eine Verschmelzung ehemaliger afrikanischer Sklaven mit den Kariben zurückführen. Ihre authentisch freundliche Kultur lässt sich direkt erspüren, wenn man einen der bunten Orte wie Dangriga im Süden von Belize besucht. Ich liebe meine Kultur und ich würde sie für nichts aufgeben. Meine Erziehung war sehr wertvoll, weil wir mit Respekt und mit Liebe aufwachsen. Bei uns geht es immer um Liebe. Um den Arbeitstag richtig ausklingen zu lassen, geht Data gern ins Tuanis, direkt am Strand. Bekannt für authentische Trommelabende mit jungen Garifuna-Künstlern, gilt das Restaurant für sie als ein Must-See Dangrigas. Dieser Ort ist die Essenz unserer Kultur. Selbst wer nicht tanzen kann, tanzt einfach. Sie spielen meine Trommeln und wissen, dass die Kultur lebt. Auch sie halten die Kultur lebendig. Ich fühle mich großartig und bin sehr stolz. My name is Robert Pantin and when I howl, I get a great response. Brr, brr, brr. Robert Pantin ist Dschungeltourguide seit knapp 30 Jahren. Und das in einem besonderen Naturreservat. Dem Community Baboon Sanctuary nahe Belize City. Er ist auf der Suche nach ganz speziellen Bewohnern Belize. Am einfachsten findet man die Affen, wenn sie sich aktiv bewegen. Dann kann man die Bewegung im Blätterdach beobachten. Man kann ihnen zuhören und manchmal kann man sie auch riechen. Aber Robert findet im Dschungel nicht nur Affen. Das hier sind die Luftwurzeln des Split-Leaf-Philodendron. Sie waren die ersten Räucherstäbchen und auch die ersten Zigaretten, die uns Mutter Natur zur Verfügung gestellt hat. Sie sind zu 100% organisch, haben keine chemischen Zusätze und machen nicht süchtig. Da vertrauen wir wohl mal dem Profi. Das Community Baboon Sanctuary wurde 1985 gegründet. Als Vereinbarung zwischen 7 Gemeinden, die sich dazu bereit erklärten, den Lebensraum der einheimischen Guatemala-Brüllaffen zu erhalten. Eine gesunde Affenpopulation sollte die lokale Wirtschaft durch Tourismus und Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen. Robert kennt die Tiere wie kein anderer. Manchmal interagieren sie, manchmal nicht. Der Grund dafür? Manchmal machen sie einfach ihr eigenes Ding. Sagen wir mal, es ist ein regnerischer Tag. Dann würden sie hoch oben in den Bäumen liegen. Sie bauen kein Nest, sie schlafen einfach in den Bäumen. Egal was passiert, sie interagieren gar nicht. Wenn der Regen aufhört, kriechen sie raus und man kann ihre Bewegungen durch den Wald beobachten. '61 zerstörte Hurricane Hattie weite Teile des natürlichen Lebensraums vieler Tiere. Die bedrohte Primatenart wurde auf unter 500 Exemplare in Belize dezimiert. Doch die langjährige Arbeit der Dörfer hat sich ausgezahlt. Heute wird die Population auf rund 5000 Brüllaffen geschätzt.
Nach dem Hurricane hat das Gelbfieber sie fast ausgelöscht. Wir haben zunächst in einem Dorf begonnen, Bermudian Landing. Wir baten die Landbesitzer, ein freiwilliges Versprechen zu unterzeichnen. Die Art und Weise des Versprechens war folgende. Sagen wir, bevor du deine Grenze erreichst, lässt du 50 Fuß Wald stehen. Und bevor ich meine erreiche, lasse ich auch 50 Fuß Wald. Die zweite Sache, während sie ihre Hieb- und Brandrodung in der Landwirtschaft betrieben, sollten sie Bäume, von denen alle wissen, dass sie von den Affen als Nahrung genutzt werden, zurücklassen. Jetzt betreiben alle nur noch kleine Bedarfswirtschaft. Und die Affen machen ihrem Namen wieder alle Ehre. Hört euch dieses Alpha-Männchen an. Die Brüllaffen zählen mit ihren 100 Dezibel zu den lautesten Säugetieren weltweit. Ihr Gebrüll ist kilometerweit zu hören. Was mich betrifft, so erkennen mich die Affen sogar an meiner Stimme. Wenn sie mich im Wald hören und gerade Siesta machen, fangen sie an, sich zu bewegen. Wenn ich sie dann höre, weiß ich, in welcher Richtung sie sind. Die Affen kommen teilweise ganz nah heran. Manchmal kann man ihnen sogar die Hand schütteln, je nachdem, wo sie sich gerade aufhalten. Danke. Zurück auf Key Corker im Norden von Belize. Mit der Fähre innerhalb einer halben Stunde von Belize City zu erreichen, zählt das Eiland zu den Hotspots der Karibik, um sich einfach mal so richtig zu entspannen. Viele Einheimische, wie auch die Fischer Ian und Armado, haben sich in den letzten Jahren ein zweites Standbein im Tourismus aufgebaut. Sie kennen die Attraktionen ihrer Heimat und wissen, was ihre Besucher beeindruckt. So wie dieser besondere Ort am Hausriff der Insel. Also Leute, willkommen im Key Corker Marine Reserve. Diese Köder hier helfen, die Haie in der Nähe des Bootes zu halten, damit sie nicht wegschwimmen. Seid ihr bereit? Seit Jahren reinigen Fischer an dieser Stelle ihren Fang. Leichte Beute für die zahmen Ammenhaie und Rochen, die sich hier nur so tummeln. Shark Ray Alley, eine simple, aber dennoch eindrucksvolle Touristenattraktion. Seit dem Tourismusboom bieten sich für die Inselbewohner ganz neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Heute bin ich mit Touristen hier. Und wie man sieht, ist das der Wandel von Key Corker. Wir entfernen uns vom alten Weg und öffnen uns neue Wege. Das ist schön, denn wir treffen neue Leute und erleben neue Abenteuer. Diese Menschen werde ich nie wiedersehen, deshalb genieße ich den Augenblick mit ihnen. Das sind Erinnerungen, die ich für immer behalte. Das war einfach unglaublich. Eine einzigartige Erfahrung. Unique. Das Belize Barrier Reef ist das zweitgrößte Riff weltweit und stand bis 2018 auf der roten Liste des Welterbes der UNESCO. Doch durch den intensiven Umweltschutz des Landes wurde das Riff letztlich als nicht mehr gefährdet eingestuft und erholt sich langsam wieder. Wir müssen die Umwelt besser verstehen und ökologischer sein. Wir müssen für sie sorgen und sie schützen. Und ich denke, Belize bewegt sich insgesamt in diese Richtung. Wir können mehr Geld verdienen, indem wir uns die Fische anschauen, anstatt sie aus dem Meer zu holen. Nette Menschen an einem wunderschönen Ort? Was will man mehr? Von den nördlichen Keys geht es zurück in den ursprünglichsten Bezirk des Landes, Toledo. Touristen verirren sich selten in den Süden. Doch einer will das ändern. My name is Reyes Chun and we keep our traditions for a better future. Das Maya-Dorf San Antonio.
Früh am Morgen macht sich Reyes mit seinem Sohn Jeffrey von hier aus auf den Weg zu seinem größten Besitz mitten im Dschungel, seiner Farm. Wie fast alle indigenen Maya lebt auch Reyes Familie hier als Selbstversorger. Täglich hegt und pflegt er sein Land mit einfachen Mitteln. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich angefangen, sie zu benutzen. Jetzt bin ich 55 und hatte schon hunderte solche Macheten. Genau wie Leute im Büro ihr Telefon, ihren Stift und ihr Papier haben. So etwas haben wir im Wald nicht. Wir nutzen den Wald. Das ist mein Leben. Ohne die Machete bin ich nichts. Neben Grundnahrungsmitteln wie Mais und Bohnen besitzt die Familie auch einige Kakaobäume. Die Pflanze ist seit über 2500 Jahren ein fester Bestandteil der Maya-Kultur und hat hier in Mittelamerika ihren Ursprung. Heute bieten die Kakaobohnen eine der wenigen Einnahmequellen und sind als Getränk Teil jeder Mahlzeit. Wenn wir Häuser bauen, muss ich bis zu 25 Männer einstellen. Traditionell trinken wir dann das hier, Kakao. Wir helfen uns gegenseitig, ohne einander zu bezahlen. Wir leben gemeinschaftlich und genau deshalb in Harmonie. Die Nachfahren der einstigen Maya-Hochkultur leben hauptsächlich in selbstorganisierten Gemeinschaften im Süden des Landes. Toledo ist die am wenigsten entwickelte Region in Belize und profitierte kaum vom Tourismus. Viele Familien leben hier in einfachsten Verhältnissen und haben trotz guter Bildung wenige Zukunftsperspektiven für die nächste Generation. Die macht dafür vor allem die Politik verantwortlich. Wir haben viele Absolventen, die arbeitslos sind. Die Regierung nennt Toledo die vergessene Region. Sie investieren all ihr Geld nur im nördlichen Teil des Landes. Deshalb können wir zurzeit keine Arbeit finden. Doch Reyes hatte eine Idee. Er gründete die Toledo Ecotourism Association und baute in verschiedenen Dörfern Gasthäuser. Hier können interessierte Besucher das indigene Leben der modernen Maya-Kultur hautnah erleben. Meine Hoffnung für die Zukunft ist, dass meine Söhne und Töchter sich stärker engagieren können und einen höheren Lebensstandard erreichen. Wir sind Landwirte, wir müssen hart arbeiten und versuchen zu überleben. Und ich glaube, ich lege jetzt gerade den Grundstein für den Ökotourismus in diesem Dorf. Das Bewahren seiner Kultur ist für Reyes das höchste Gut und soll in Zukunft auch dem vergessenen Süden den ersehnten Tourismus bringen. Das wird Toledo insgesamt helfen, die armen Menschen auf einen Standard zu bringen, der dem durchschnittlichen in Belize entspricht. Damit sie ihre Nahrung, ihre Unterkunft, Medizin und eine gute Ausbildung erhalten können. Das ist es, was wir uns für die Zukunft erhoffen. In einem anderen Teil des Landes, nahe der Hauptstadt Belmopan, geht es ein wenig bunter und lauter zu. Hi, my name's Nikki. I came to Belize to spread my wings and I'm the only one who didn't get to do that. Nikki Buxton macht gerade Frühstück. Und das nicht nur für sich, sondern auch für hunderte ihrer kleinen Patienten. Denn Nikki betreibt Belize einziges artenübergreifendes Rettungs- und Rehabilitationszentrum für Vögel. Das ist Jujubee, sie hilft mir jeden Morgen. Ein Gelbkopfpapagei, eine in Belize vom Aussterben bedrohte Art. Ihre Füße sind komplett kaputt. Sie ist mein Baby, nicht wahr? Ich darf keinen Liebling haben, aber sie ist mein Schatz. Das Einfangen und Halten wilder Vögel ist hier eigentlich illegal. Dennoch sah die gebürtige Britin, als sie 2004 nach Belize kam, an vielen Häusern kleine Käfige mit eingesperrten Papageien. Eigentlich wollte Nikki reisen, gründete aber, nachdem sie ein paar erste Vögel aufgepäppelt hatte, eine NGO, die Belize Bird Rescue, und hat damit einiges erreicht.
Ich hatte absolut keine Erfahrung und sogar noch nie einen Papagei angefasst. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, es gab damals nur 2 oder 3 Leute, die Ex-Captive Rehabilitation für Papageien machten, denn alle meinten, sie seien zu sehr geprägt oder auch zu schlimm verletzt. Man könne sie niemals auswildern. Das ist offensichtlich nicht wahr. Und jetzt gibt es eine Menge Einrichtungen, was großartig ist. Ich fühle mich ein bisschen wie eine Pionierin. Angefangen bei der Rettung, über die Rehabilitation bis zur Auswilderung der geschädigten Tiere ist es meist ein langer Weg. Einige ihrer schwersten Fälle behandelt Nikki täglich. Wie diesen Tukan, der Nationalvogel von Belize. Nicht die schönste Art zu fressen. Momentan kann sie dem Kleinen nur bedingt weiterhelfen. Es wäre das Einfachste, ihn aufzugeben und einzuschläfern. Aber wir sind noch nicht davon überzeugt, dass er nicht wieder wird. Wenn man einmal so viel Zeit und Mühe investiert und ihn kennengelernt hat, ich weiß nicht. Jedes Leben ist kostbar. Wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Andere ihrer Lieblinge haben sich schon besser erholt. Das ist Laura, auch ein Gelbkopf. Und sind zu einer Attraktion für Besucher geworden. Ein kleiner Junge sagte mir, dass sie wie der Sohn in The Shining klingt, weil sie das hier macht. Es ist ein bisschen unheimlich. Und das klingt wie Help. Diese Vögel sollten ihre 60 Jahre gesund und glücklich in Freiheit leben, denn genau da gehören sie hin. Zurück auf Key Corker vor Belize Nordküste. Es wird Abend auf der relaxten Backpacker-Insel. Und Ian ist auf dem Weg zu einem Ort, der für die Fischergemeinschaft hier besonders wichtig ist. Als die belizische Regierung den Konk- und Lobsterfang wegen Überfischung saisonal regulieren musste, führte sie staatliche Abnahmestellen mit einer Fangquote ein. Seither konnten sich in Belize die Bestände aller geschützten Tiere wieder erholen. Dieser Ort ist wirklich wichtig, weil er den Fischern die Möglichkeit bietet, den internationalen Markt zu erreichen. Ja, Touristen kommen auf die Insel und wir können ihnen ein paar Konk verkaufen. Aber das ist begrenzt. Hier haben wir durchgehend einen Abnehmer, sodass wir kontinuierlich Geld verdienen. Aber wir müssen immer an die Zukunft denken und können nicht alles nehmen. Deshalb gibt es eine Quote und sobald die erreicht ist, wird die Saison beendet. Mit dem privaten Fang des Tages bereitet Ian dennoch gerne sein Leibgericht zu. Nach einem langen Tag, wenn man Ceviche macht, braucht man ein Bier. Ich nehme einen Schluck, dann fangen wir an. Richtig gute Gerichte, wie sein Konk, Ceviche und Eintopf, gelingen laut Ian auch nur dann wirklich gut, wenn man sie traditionell karibisch im Freien kocht. Ich möchte nicht sagen, dass man in einem Restaurant kein gutes Essen bekommt. Das Essen ist gut hier. Die Jungs in der Küche sind da, um ihre Arbeit zu machen. Und die meisten von ihnen versuchen, sie gut zu erledigen. Hier habe ich mehr Zeit. Ich kann aufmerksamer sein und sicherstellen, dass es gelingt.
Und die Hauptzutat, die ich hier definitiv benutze, ist eine Menge Liebe. Und Essen ist immer gut, wenn man viel Liebe hineinsteckt. Das ist der Unterschied, den wir hier haben. Das ist Soul Food. Ceviche ist fertig. Good ceviche, fresh ceviche. Frisches Ceviche ist immer am besten. Fresh. You can see, it never es war nie auf Eis. Put it on ice. Direkt it's aus dem Meer, ins Boot, to the boat, und jetzt in meinen Bauch. Going in my tummy. Right, guys. Also gut, Leute, wie gesagt, ich verhungere und kann nicht mehr warten. I'm not going to wait. Amado, willst du warten, Amado? Right. Nice, schöner, frischer Konk-Eintopf. Einmal für dich, Amado. Aber Vorsicht, es ist heiß. Vieles, was wir früher aus dem Meer geholt haben, bewahren wir heute und verdienen Geld, indem wir es den Menschen zeigen. Ein Fisch, ein Hummer oder ein Konk sind jetzt viel mehr Geld wert. Key Conker hat sich sehr verändert und mit Wandel hat man Gutes und Schlechtes. Aber wenn wir es richtig anstellen, haben wir auf Key Conker gute Zeiten und gute Veränderungen. Key Conker, mein glückliches Zuhause. Ich liebe es.